Hallo, mein Name ist Mario. Ich grüße alle unsere muslimischen Mitbürger mit einem ganz herzlichen Merhaba, Salam Aleikum und Rabbi Berkek. Dies ist ein weiteres Video in der Reihe Widersprüche der Bibel und gleichzeitig ein Einleitungsvideo für ein neues Thema. Was Christ really crucified? Oder auf Deutsch, wurde Christus wirklich gekreuzigt? Und richtet sich an die verehrten Missionare Herrn Ahmed Didat und Dr. Zakir Naik. Beide Missionare in sehr kluger Art und Weise greifen ja die Kreuzigung Jesu an und sagen, dass sie nicht stattgefunden habe und dass Jesus nicht gestorben sei. Dabei bedienen sie sich auch des Neuen Testaments und besonders einer Stelle aus dem Neuen Testament, und zwar die Stelle Matthäus 12, Vers 39, wo Jesus den Juden antwortet und ihnen sagt, diesem ungläubigen Geschlecht, die also nicht an Jesus geglaubt haben, wird das Zeichen des Jona gegeben. Nämlich, so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Und hier ist natürlich der Widerspruch offensichtlich erstmal scheinbar oberflächlich, dass natürlich hier Jesus wurde am Freitagabend begraben und ist dann am Sonntagmorgen auferstanden. Das macht 2 Nächte und 1 Tag, das kann sich jeder ausrechnen und ist natürlich ein Widerspruch zu seiner Prophetie 3 Tage, 3 Nächte im Herzen der Erde nach Matthäus 12, Vers 39. Um das zu verstehen, auch diesen Widerspruch ein bisschen aufzulösen, müssen wir ein bisschen in die Tage der Bibel gehen und auch ein bisschen den Herzschlag und das Verständnis eines jüdischen Bürgers verstehen, wie Zeit gerechnet wurde. Dazu gehen wir noch einmal in die Bibel und rekapitulieren noch einmal Kreuzigung und Beerdigung von Jesus Christus. Das heißt, die Bibel berichtet uns, dass Jesus gekreuzigt wurde an einem Rüsttag. Ein Rüsttag bedeutet der Tag vor dem Sabbat. Das war also gleichzeitig das Pessachfest und der Sabbat sind dort parallel zusammengefallen. Auf jeden Fall wissen wir, dass Jesus an einem Freitag, an einem Tag vor dem Sabbat, dem sogenannten Rüsttag, gekreuzigt worden ist. Dabei berichtet uns Johannes 19, Vers 14, dass er um 6 Uhr morgens bei Pilatus war. Markus 15, Vers 25 sagt uns, dass er zur 3. Stunde, also umgerechnet auf unsere deutsche oder römische Zeit, wenn man so will, um 9 Uhr morgens gekreuzigt wurde. Matthäus 27, Vers 45 berichtet uns, dass er zur 6. Stunde, also umgerechnet auf 12 Uhr, war die Sonnenfinsternis, als Jesus noch am Kreuz hing. Und dann Matthäus 27, 46 sagt uns, dass er dann um 15 Uhr, also zur 9. Stunde, starb. Das war relativ früh. Pilatus hat sich gewundert, warum so früh. Die Juden wollten also auf keinen Fall, dass die Leute dort am Kreuz noch hingen, wenn der Sabbat beginne. Nun müssen wir uns noch einmal rekapitulieren, wann der Tag bei einem Juden beginnt. Der Tag bei einem Juden beginnt nicht wie bei uns Europäern um 0 Uhr Mitternacht, sondern der Tag beginnt mit dem Abend des vorigen Tages, also um 18 Uhr. Juden sagen, wenn man die ersten 3 Sterne am Himmel sehen kann am Abend, dann beginnt der Tag. Das heißt, ein jüdischer Tag ist eine Nacht, ein Tag. Das ist das jüdische Verständnis von einem Tag. Anders als das europäische Verständnis, 24 Uhr bis 24 Uhr oder 0 Uhr bis 24 Uhr, sondern eine Nacht, ein Tag. Das ist ein jüdischer Tag. Das ist ein völlig anderes Verständnis von einem Tag. Das heißt also, er wurde begraben in der Zeit zwischen 15 und 18 Uhr an einem Freitag, ganz gewiss, vor Beginn des Sabbats. Dann begann der Sabbat um 18 Uhr am Freitag. Eine Nacht, ein Tag. Der Samstag war Jesus im Grab. Und dann endete der Sabbat auch wieder am Samstag um 18 Uhr. Und dann begann der Sonntag auch wieder mit der Nacht. Und dann berichtet uns Markus 16, Vers 2,
dass er frühmorgens schon auferstanden war. Das heißt also, wir haben 3 Tage seines Begräbnisses beteiligt, den Freitag, den ganzen Samstag und den Sonntag, die Nacht. Nun kommen wir noch einmal zu diesem Verständnis. 3 Tage, 3 Nächte nach Ahmed Didat und Dr. Zakir Naik sind dann in unserem europäischen Denken 72 Stunden. Dass das aber kein Widerspruch war für einen Juden, möchte ich anhand der Schrift zeigen und beweisen. Nämlich Jesus sagt auch seine Auferstehung voraus in Matthäus 20, Vers 19 und er sagt, er wird am 3. Tage auferstehen. Das ist genau das, was wir eben auch gesehen haben. Am 3. Tage ist ganz klar Freitag begraben, Samstag und am Sonntag auferstanden. Das ist kein Widerspruch in dem Denken eines Juden zu 3 Tage, 3 Nächte, weil eine Nacht ein Tag ist für den Juden ein Tag. Ich möchte das beweisen anhand von 2 Geschichten aus der Bibel. Einmal aus dem Neuen Testament haben wir die Geschichte in Matthäus 27, Verse 62 bis 66. Dort kommen die Hohepriester ungewöhnlicherweise am Tag nach dem Rüsttag, also an dem Samstag nach dem Freitag, das war eigentlich ein hoher Feiertag, und gehen dort zu Pilatus. Eigentlich etwas, was ein Jude nicht gerne tut, an einem hohen Feiertag zu einem Heiden zu gehen. Aber sie haben eine wichtige Bitte. Sie sagen nämlich, dieser Verführer, also Jesus Christus, hat gesagt, nach 3 Tagen, 72 Stunden, würde er dann auferstehen. Nun denkt man dann, naja, nach 3 Tagen, das sind also 72 Stunden nach Freitag, ca. 15 bis 18 Uhr. Das wäre dann Samstag, Sonntag, Montag irgendwann. Aber sie sagen, befiehl deinen Soldaten, dass sie bis zum 3. Tag, und was ist bis zum 3. Tag? Das ist Freitag, Samstag, Sonntag, also bis Sonntag eine Wache postieren, damit die Jünger Jesu den Leichnam nicht rausholen und sagen, er wäre auferstanden. Das heißt also, ein Jude verstand ganz genau, dass hier kein Widerspruch gemeint war, dass nämlich hier 3 Tage, 3 Nächte, das gleichbedeutend ist wie am 3. Tag. Das heißt also, hier war nicht so sehr die Stundenzahl im Zentrum, sondern im Zentrum war die beteiligten Tage und das waren 3. Ein weiterer Beweis dafür, dass die Juden so dachten, ist eine interessante Geschichte aus dem Alten Testament, nämlich von Königin Esther. Wir finden es auch im Buch Esther und die Geschichte war, das Volk der Juden war dort in einer großen Bedrängnis. Haman, ein Judenhasser, hatte geplant, das Volk der Juden dort in Babylonien auszurotten. Königin Esther sollte nun beim König vorsprechen, was sehr lebensgefährlich war, weil man dort nicht einfach so zum König reinspazieren konnte, sondern nur, wenn der König einen rief. Wenn das nicht der Fall war, war das lebensgefährlich für seine Frauen. Er hatte sogar mehrere Frauen. Und Königin Esther bittet also ihren Onkel Mordechai zu fasten. Esther 4, Vers 16 lesen wir, und fastet um meinetwillen und esst nicht und trinkt nicht 3 Tage lang Nacht und Tag. Also hier auch wieder nach europäischem Verständnis 72 Stunden. 2 Verse später lesen wir dann in Esther 5, Vers 1, dass das Fasten schon vorbei war. Dass sie nämlich dann am 3. Tage sich königlich kleidete, dieses lebensgefährliche Unternehmen wagt, zum König geht und ihn am selben Tag zum Essen einlädt, mit dem sie dann ihr Volk rettet. Das ist eine andere Geschichte, auch eine prophetische Geschichte auf das, was Jesus Christus getan hat. Aber hier sehen wir auch vom Alten Testament, dass 3 Tage, 3 Nächte, 3 Tage in keinem Widerspruch steht dazu, dass hier am 3. Tag schon das Fasten vorbei war. Denn am 3. Tage abends hat sie ja schon wieder mit dem König gespeist. Das heißt also, der Jude denkt bei Nacht und Tag an einen jüdischen Tag. Und wenn Jesus spricht, am 3. Tage werde ich auferstehen oder 3 Tage, 3 Nächte werde ich im Herzen der Erde sein, ist das für ihn kein Widerspruch, sondern ist hier nicht die Zeitraum von 72 Stunden gemeint, sondern die Anzahl der beteiligten Tage, die
dabei nötig waren. Und das haben wir hier eindeutig. Jesus war begraben am Freitag, Samstag und Sonntag. Gut, hierzu soweit zu dem jüdischen Tagesverständnis und Zeitverständnis. Und ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen und Merhaba.